Herr Präsident, wir haben in den letzten 10 Jahren 100.000 neue Netto-Arbeitsplätze geschaffen. Und im Moment 10.000 Jahre. An demselben Zeitraum, wo wir die 100.000 Plätze geschaffen haben, ist der Chômage als Rückgängen von, da muss ich mal gucken, dass ich keinen Fehler sage, von 13.000 auf 23.000 23.774. Das heißt, ob schon mal 100.000 Arbeitsplätze an dem Zeitraum geschafft und als der Chômage an dem Zeitraum auch noch um 10.000 geklommen. Also, als es nicht dadurch, dass man muss massiv Arbeitsplätze schaffen, für dass man den Chômage bekämpft kriegen. Mit dem Chômage, den wir hier am Land tun, kriegen wir nicht durch massiven Zuwachs von Arbeitsplätzen geschafft. Wenn wir kriegen, wenn wir eine ordentliche Formation machen, wenn wir als Leute so ausbilden, wie den Arbeitsmarkt braucht, das bringt man, muss verschiedene Reformen gemacht, die auch punktuelle Lösungen bringen. Wenn wir schaffen sie nicht, indem wir die Arbeitsplätze zu 80% mit Frontalien besetzen, wie das an der Vergangenheit der Fall war. Und als just letztes Jahr, als der Chômage um 900 zurückgegangen, wir müssen aber wissen, dass man in den letzten Jahren 2015, 2016 25.000 neue Arbeitsplätze geschafft haben und das 900 Stück zurückgegangen. Auch wenn wir das in Relation stellen, meine ich, seht das. In dieser Legislaturperiode gehen 60.000 neue Arbeitsplätze geschafft. In Armenien hat den Tag für das Budget heute deponiert, ging das Overs am RTL auf der Television gesagt, man wir schaffen dieses Jahr 15.000 Arbeitsplätze und nächstes Jahr rum einkehren 15.000 Arbeitsplätze. Da kann ich erinnern, dass ich damals die erste Reaktion auf den Budget, und ich so das verrückt und unverantwortlich, was wir hier machen. Und genau das ist das, was ich dumme der Menge, wenn eine Regierung meint, sie müsste ein Budget machen, die auf Rekordwurst umsetzt, wo wir wissen, was für Konsequenzen das alles an den Drohnen hat, als mehr Probleme schafft, wie ihr da lest, und dürfen nicht nehmen, gut, das verrückt und unverantwortlich, und dass das Politik von dieser Regierung, also ich komme nach, ob als Kollegen Herrn zu schwätzen, dass nach dieser Regierung radikal am maximalen Wurst umsetzt, dass alles einfach verrückt und unverantwortlich, das feiert Land mittel- und langfristig an ein Katastrophe ran. 60.000 neue Arbeitsplätze. Die gehen von 80% von der Frontalie besagt. Das sind eher 40.000 von 1000 Frontalien, die wir an der Legislaturperiode drei weiter an Land kriegen. Und die eher 40.000, die kommen noch zu 80% mit dem Auto schaffen. Das wissen wir alle gut. Und ein Auto, der braucht am Stau 6-7 Meter. Das heißt, wenn wir 38.000 Auto weiter kriegen, was das ausmacht, dann haben wir 260 Kilometer Stauweide, meist an Ofen durch Land verdehlt. Nicht an einem Platz, mit durch Land verdehlt, sind meist an Ofen 260 Kilometer Autoen weiter. Das ist die Realität. Und dafür gehen die Stauen auch von Tag zu Tag mit groß.